Paraloop Paracord Armbänder. Ob man damit Feuer bohren kann und was die Dinger können, das schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop bei Lebenskunst. Voll super, dass du wieder dabei bist. Da ist es nun, dieses Paraloop oder eine von vielen, ja, Paraloop Paracords, designed in ja, Germany, da steht drauf. Ob sie auch made in Germany sind, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ob das wichtig ist, ist eine andere Sache. Denn die Qualität von diesen Teilen, die ist auf jeden Fall top. Wir werden uns das Ganze auch anschauen. Wir werden dann Feuer bohren, wir werden ein paar Sachen ausprobieren. Das kommt alles dazu. Der eine oder die andere haben mich schon in den vergangenen Videos immer wieder in den Kommentaren gefragt. Auch wenn ich nicht zurückschreibe, lese ich sie alle. Was hast denn du da am Armband? Und ja, genau das ist es. Und ich habe mir einige herbestellt. Und habe auch beschlossen, dass ich sie in den Shop mit aufnehme. Also den Link findest du auch unten, gibt es aber auch auf Amazon, gebe ich da auch den Link dazu. Und bei diesen Armbändern ist es so, dass die wirklich vernünftig und schön verarbeitet sind, weil das ist ja auch nicht immer so, manchmal kriegt man ja wirklich irgendein Klumpert, aber das ist wirklich sehr, sehr nett. Wenn du darauf stehst, dass der Verschluss so ein Kunststoffclip ist, dann geht das ja nicht, das ist alles Metall, das ist aber richtig schön fett. Und ja, auch die Verpackung, die hat einiges. Ich meine, wenn du sowas kriegst oder auch herschenkst oder sowas, also mich hat es gefreut, ja, als die so ausgeschaut haben. Abhängig davon, was du bestellst und was du dir besorgst, ist entweder noch so ein kleiner Schlüssel, Paracord oder fürs Messer ein kleines Paracord-Ding sie dabei, beziehungsweise eben auch das Armband. Wir nehmen das Ganze jetzt einmal auseinander und schauen uns an, was die Sache kann. Eines noch, bevor ich es jetzt auseinandernehme und dann herumspiele, die sind schön richtig schön verklebt. Mir ist es auch schon passiert, dass bei Billigsdorfer Paracords, ja, wirklich ein Billigsdorfer Paracords, es auch wirklich tatsächlich so war, dass ich de facto nicht, ja, also wirklich de facto überhaupt nicht, keine Chance gehabt habe, das länger zu halten, weil das innerhalb kürzester Zeit aufgegangen ist. Also wenn man da ein bisschen herumgetan hat, ist das aufgegangen, das ist hier nicht der Fall. Also da muss man wirklich, wie du siehst, ein bisschen nachhelfen, dass das aufgeht. Aber ja, wenn man sich bemüht, dann wird das auch. Und wenn du kein Messer mit haben solltest in dieser Situation, wo du es ausfädeln willst und auch nicht mein Multi-Survival-Tool, kennst du das sicherlich auch schon, wenn nicht, gebe dir das Video dahin und den Link unten zu mir in den Shop zum Kaufen, sauber, jetzt ist es offen, dann musst halt herumtun, das geht dann schon mit einem Stock oder mit einem Stein oder sonst irgendetwas, kann man das Ganze dann schon aufmachen. So, jetzt habe ich es geschafft. Gut, das Ganze nehme ich jetzt einmal auseinander und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt schon einmal ein bisschen herumgetan, aber das ist wirklich sehr eng miteinander verwoben. Also nur mit den Fingern, ich habe das jetzt versucht nur mit den Fingern, wobei ich habe so ein bisschen ein Kabaltunnelsyndrom. Weiß nicht, ob da das was sagt, wenn nicht, vergiss es, und wenn es da was sagt, ja, ich habe sowas auch. Das heißt, ich kann mit meinen Fingern manchmal nicht so ganz zusammen zwicken. Daher tut man das, ist das für mich ein bisschen schwierig, daher verwende ich jetzt dieses Tool oder was auch immer. Ich würde auch einen Stecker verwenden, wenn ich das nicht mit hätte. Aber was ich eigentlich sagen will, ist nicht, ich will nicht über meine Krankheiten sprechen, sondern das ist wirklich fett verarbeitet und ganz dicht aneinander gebracht, aber nicht so dicht, dass man es nicht mehr bewegen kann. Also es ist noch immer flexibel. Ist wirklich nicht schlecht. So, ich bin jetzt bei den letzten Verwinkelungen und Knoten angelangt. Hurra, die Gemsen. So. Gut. Ganz klar, das hebe ich mir natürlich auf, das ist logisch. So schaut die Sache jetzt aus. Das muss ich wahrscheinlich jetzt da durchziehen, genau. So, hurra. Und das hier, dieser Verschluss, ja, der schaut so aus, auch klar. Gut, und da habe ich jetzt das dazugehörige Paracord. Und diese Teile hier, die sind miteinander ein bisschen verbunden. Nicht so sehr, dass ich jetzt sagen könnte, ja, also diese drei, da ist das dritte, nicht so, dass ich jetzt sage, das wird was aushalten, aber sie sind halt einmal miteinander verbunden. Das eine ist mir gleich abgerissen. Und das ist jetzt die dazugehörige Länge. Das hellbraune ist sogar noch ein bisschen länger. Also ja, über einen Meter auf jeden Fall. Und das jetzt mal, ja, das jetzt mal drei, ich würde sagen 110 cm, 120 cm jetzt so geschätzt. Ja. Unten findest du den Link, da ist auch die Beschreibung, wie lang die dann tatsächlich sind. Ich messe das dann nachher ab, aber ist jetzt eh wurscht. Einiges. Auf jeden Fall kannst du mal gut damit anfangen und gewisse Dinge tun. Wir wollen jetzt halt einmal ein bisschen Feuer bohren, aber bevor ich das tue, schneide ich einmal rein
und schauen wir an, ob da auch richtige Seelen und so Sachen drinnen sind. Ja, ist alles so, wie es sein soll. Ist einmal eine coole Sache. Jetzt da mal Feuer bohren. Manche lieben es ja tatsächlich, mit Paracord Feuer zu bohren, also das als Schnur zu verwenden. Mein Liebling ist das überhaupt nicht. Nicht, dass es nicht gehen wird, das mag ich nicht behaupten. Ist nämlich auch nicht so. Aber der Punkt dabei ist halt, der Punkt dabei ist ein anderer, dass wir, es ist recht glatt, durch die Reibung, die jetzt entstehen wird, schmilzt das Ganze auch an, relativ schnell. Das heißt, ja, mir taugt das Paracord eigentlich, was zum Feuerbohren nicht so tolle, ein bisschen schlocker, nicht so toll, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber was der große Vorteil natürlich von unserem Paracord ist, und das ist ganz einfach so, und das ist unbestritten auf jeden Fall, ja, extrem vielseitig, extrem reißfest, und eben das mit diesen Seelen, das kann schon was, weil dadurch hast du nicht nur eine wirklich schön feste Schnur, sondern du hast auch viele kleine Schnüre zur Verfügung, und das ist natürlich richtig praktisch. So, na dann werden wir mal unsere Ausrüstung vorbereiten fürs Feuerbohren. Das da ist das Druckstück, das ist eine Rotbuche. Ja. So, das ist einmal das. Dann eben der Bogen, ein Stück Kirschrinde, könnte aber eine Platte oder was anderes auch sein. Und hier eben eine Fichte. Eine richtig schöne Fichte. Oh, da fehlt gleich ein Stückerl weg. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich einmal ein Stück vorgeschlagen habe, damit ich mit der Haselspindel, die wir jetzt haben, da schon einmal vorbohren kann. Das machen wir jetzt gleich einmal. Legen wir gleich einmal los. So, den müssen wir auch anspitzen von allen Seiten. Und im Endeffekt, das ist der obere Teil, das ist der untere Teil. Das ist eine Haselspindel, eine sehr dünne Haselspindel, die wir gestern ein Survival-Training gehabt, und ja, die haben wir verwendet zum Feuerbohren. Die nehme ich jetzt gleich einmal her zum Vorbohren. Schauen wir gleich einmal, ob das alles irgendwie sitzt. Ja, das passt. Das Messer, ja, das habe ich auch schon vor einiger Zeit vorgestellt. Link findest du oben. Und ja, dann legen wir ganz einfach gleich einmal los. Da habe ich nicht sauber genug gearbeitet. Das machen wir ein bisschen größer. Da habe ich mir schon gedacht, das wird schon passen. Und das wird schon passen, ist immer ein Schaß. Das heißt ein Käse, das heißt unangenehm, blöd. Das wird schon passen. Das ist immer der Anfang vom End. So, wo sind wir? Das ist es, genau. So. Da ging es jetzt nur darum, einmal vorzubohren, die Geschichten alle vorzubereiten. Und ja, aus dem kleinen Loch, das ich mit meinem Multitool da reingeschlagen habe, ist jetzt dieses hier geworden. Das heißt, der gesamte Durchmesser von der Spindel hat sich abgebildet. Und jetzt mache ich eine Kerbe rein. Ich meine, wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert und du vielleicht sagst, okay, ich will das auch einmal, ich kenne das nicht und will vom Reini lernen, ja, dann gebe ich da unten den Link zu meinem Survival Mentor Programm. Das ist eine Jahresausbildung, wo du jede Woche eine neue Lektion zum Leben und Überleben in der Natur bekommst. Und ein Coaching sozusagen von mir. Und ja, nach dem Jahr wird dann das mit dem Feuerbohren auch besser klappen. Mir ist natürlich klar, dass man mit einem Klappmesser nicht unbedingt so herumschlagen und patronieren sollte. Ich mache das aber zu Testzwecken, also nur für die Wissenschaft. Ja. Und ich sage gleich dazu, mach das bitte nicht nach. Außer du bist auch so ein irrer Produkttester, so wie ich, dann hast du ja einen Grund dafür. Aber sonst, so Klappmesser sind natürlich, ja, besonders die hier, nicht unbedingt dafür
geeignet und gemacht, das auch wirklich auszuhalten. Von Cold Steel gibt es ein paar, Ratscha zum Beispiel, auch da habe ich schon einmal ein Video gemacht, Link wieder da, das ist das okay, aber bei dem hier eher nicht. Gut, die Kerbe habe ich einmal fertig, dann kommt gleich einmal drunter hier diese schöne Kirschrinde und dann legen wir los. Na gut, dann geht's an und so, bin gespannt, wie lange ich jetzt dafür brauche und wie die ganze Sache abgeht. Aber es ist schon klar, ich bin gespannt, ob das Barcord aushält. Also gut. Gut ist da. Eh klar. Ungefähr bis zur Hälfte reinbohrt. Und ja, ich werde alt. Ich werde wirklich alt. Fürchterlich. Aber es ist so, das Barcord hat das alles mitgemacht. Es ist sauwarm. Also es ist wirklich sauwarm. Die Glut ist fett. Ich meine, wir haben gleich zwei Glutbatzen. Das heißt, ich könnte jetzt anblasen, mal mit dem einen. Könnte man das, oder ich würde mit dem hier anfangen, also so, mit diesem Glutstück würde ich anfangen, anblasen und das in dem, wo auch viel Staub dabei ist, das würde ich mal aufheben, sollte es nicht funktionieren, aber das ist jetzt ja nicht der Fokus, ich will jetzt nicht anblasen üben, sondern es ging ja um das Barcord und das muss ich sagen, und das wundert mich, das muss ich jetzt echt sagen, so, jetzt hole ich das da so rüber, das wundert mich, und du, wenn ich ein bisschen aus Atem bin, wie gesagt, alt sollte man nicht werden und blau sollte man nicht werden, also dick, so wie ich ja, aber wie auch immer. Mich wundert, ehrlich gesagt, wundert mich die Geschichte sehr, dass das nicht so schmelzen angefangen hat, dass das nicht beginnt so, und es hat echt toll geklappt, ich bin sehr zufrieden damit. So schaut dann nachher die Spindel aus, so soll es ausschauen, so, naja, phallusähnlich. Ich habe aber keinen sexuellen Komplex, ja, dadurch. Aber man sagt ja auch, dass man da ein Glutkind ja, auf die Welt bringt. Ich will gar nicht esoterisch werden, weil das ist auch gar nicht so gemeint. Aber die Sache ist natürlich klar. Also wenn du übst, ja, und die Sache ein paar Tage, so manchmal ganz selten übst, ja, dann kannst du mit so einem Armband von Paraloop und der dazugehörigen Ausrüstung, und ich möchte auch gleich eines dazu sagen, das ist ein ganz normales Fichtenbrett, das haben wir aus dem Wald genommen. Das ist zwei Wochen her, haben wir es aus dem Wald genommen. Das ist ein Haselstück, das haben wir eben gestern rausgenommen. Und ja, das einzige, das Druckstück, das ist von meinem Kaminholz. Ja, sonst. Und eben die Schnur, die ist auch nicht natürlich. Echt fett, echt fett. Ja, aber ich wäre natürlich nicht Reini Rossmann, wenn ich nicht noch ein paar Tests machen würde. Und ich bin ja ein Knotenirrer. Und damit meine ich nicht, dass ich so gut bin, sondern ich bin so fürchterlich schlecht bei Knoten. Ich merke mir nur ein paar wenige. Das ist ja ein Weberknoten, wenn ich recht habe. Wenn du dich da auskennst, schreib mir unten einen Kommentar, ob das ein schöner Weberknoten ist. Ja, gut. Aber ein Knotenexperte bin ich ja nicht. Aber ich will jetzt die Schnur tatsächlich verlängern und will mich jetzt aufhängen. Nicht suizidmäßig aufhängen, sondern einfach so aufhängen. Aber red mal nicht, fang mal an. So, ich habe jetzt einen Stock darauf geworfen und der hängt da in einer Astgabel von einer Esche. Das heißt, ich habe jetzt hier in der Hand das Barcord und da oben ist mal dieser nette Stock. Ja, und jetzt werde ich hier unten auch noch einen Stock anbinden. Ja, und dann werde ich mich da mal draufhängen. So, da hängt nun auch der Stock, also da oben, ich zeige dir das nochmal, da oben hängt jetzt der Querstock in der Gabel und da jetzt dich, und irgendwie habe ich ein bisschen Angst, ja, wirklich, ich habe ein bisschen Angst, ja. Ich habe Eschensterben, ja, ich hoffe, die ist nicht ganz doof, wenn ich da runterfall. Ich hoffe, es passiert nichts. Und ich hoffe, mein Knoten ist klump, ja. Mein Knoten ist klump, oder? Hat er sich festgezogen. Na gut. So, damit du siehst, dass ich auch wirklich in der Luft bin,
gehe ich da jetzt runter, das ist ein Abhang, da ist ein Abhang. Ich hoffe, ich fliege nicht runter. Nein, das wird schon gut gehen. Also das Ding hält wirklich was aus. So, noch immer. Und zwar, das Paracord ist nicht gerissen, aber reines Knoten. Aber ich lebe noch, ja. Also ich bin ja nicht verletzt, das geht mal gut. Hoffe ich halt. Der Knoten ist aufgegangen, ja. Der Knoten hat das Ganze nicht mehr ausgehalten. Aber das Paracord ist echt fett, ja. Also, ja. Ein Weberknoten ist anscheinend nicht das Richtige. Wenn du weißt, welchen Knoten ich hier hätte machen sollen, damit das Ganze so richtig langfristig gehalten hätte, schreib mir unten den Namen des Knoten hin und ich verspreche, hoch und heilig, ich werde ihn üben und in einem anderen Video mal zeigen, was ich gelernt habe. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Das Paracord ist fett, es ist wirklich gut verarbeitet und ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Wenn ich es vergleiche vom Gewebe und von der feinen Struktur her, ja, diese Außenhaut, die Hülle, mit anderen Dingen, die es so gibt am Markt, dann muss ich echt sagen, gut verarbeitet, gut gemacht. Das war's. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten und ich mag dir um einen Kommentar bitten. Ja, wie siehst du das? Hast du Erfahrung mit genau diesen Paracord-Anbietern? Hast du die auch schon einmal auseinandergenommen? Nämlich genau hier. Das wäre interessant. Hier unten der Link zum Survival-Meter-Programm. Das ist diese Jahresausbildung. Dann der Link zu diesen Teilen hier auf Amazon und bei mir im Shop. Das ist cool. Alle anderen Ausrüstungsgegenstände wie auch das Multitool und das Messer findest du auch unten. Ich mag mich herzlich bedanken, dass du dabei warst. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen und der Link zu all den Dingen. Es hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.